Ja. Ja, gut. Hi, ich bin Ben und gestern gab es da irgendwie schon mal so eine Session über Podcast Publishing. Gab es da schon mal eine Barcamp-Session zum Thema Podcast Publishing links und rechts vom Podlove Publisher? Und es wurde nach mehr Diversität geschrien und hier bin ich. Quasi die Ketzer Session 2. Worum geht's? Es geht um ein Projekt, was ich zusammen mit einem Kumpel Matti mache, namens Podigy, eine Podcast-Publishing-Plattform. Dazu habe ich mir eine Definition ausgedacht. Eine Kombination von Services, die das Veröffentlichen von Podcasts einfacher machen. Viele von euch haben das Thema Cloud, läuft ja überall hoch und runter und dass man sich da alles total toll zusammenklicken kann. Die meisten kennen halt nur das, was sie so im täglichen Leben benutzen, wie Dropbox oder Google Drive oder auch Präsentationsveröffentlichungsservices. Und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir auch Cloud-Services, aber halt eben im Backend, für uns ist zum Beispiel auch, zählt auch Auphonic als Cloud-Service, aber genauso auch Amazon S3 und eben unsere komplette Plattform läuft eigentlich auf, was für uns eigentlich Cloud bedeutet, skalierbaren Systemen, die wir, so wie wir wollen, hoch und runter fahren können. Wer sind wir? Wie gesagt, ich bin Ben und mein Kollege heißt Matti, eigentlich Matthäus, aber da gibt es immer so ein bisschen Sprachschwierigkeiten, Aussprachschwierigkeiten. Wir haben jeweils ca. 10 Jahre Erfahrung mit Webentwicklung, arbeiten seit 5 Jahren aktiv im Content Publishing, sprich wir programmieren gegen, also Webseiten für CMS'e oder auch komplette CMS'e. Und haben uns tatsächlich letztes Jahr zusammengesetzt und haben überlegt, was wir so neben unseren normalen Tagesjobs mal als Projekt starten können. Alleine ist es meistens so ein bisschen schwierig, weil da fängt man immer an und dann geht es meistens irgendwie schief oder man hat irgendwie keine Lust mehr, weil irgendwas anderes dazwischen kommt und zusammen kann man sich da so ein bisschen gegenseitig befeuern. Und haben eben überlegt, was wir machen und ich selbst höre irgendwie seit 5 oder 6 Jahren Podcasts und bin da auch relativ begeistert, also gerade auch zu der Zeit kam es halt eben wieder so ein bisschen mehr, dass ich mich da mit beschäftigt habe und dann hört man natürlich auch das eine oder andere aus der einen oder anderen Ecke, wie schlimm es doch ums Podcast-Publishing steht. Also der Hauptgrund, warum ich jetzt heute hier stehe, sitzt da. Aber man hört halt auch von anderen, dass es, und wenn man sich dann auch mal umguckt, sich die so gerade die deutsche Podcast-Hosting-Landschaft und auch sich da mal so ein WordPress installiert und irgendwie PowerPress oder so installiert, dann... Auch die internationale Hosting-Landschaft. Das ist noch schlimmer tatsächlich. Also es ist wirklich... Also danach war es dann klar, was wir machen wollen. Und zwar Podcast-Publishing für die, die sich eben keinen WordPress selbst installieren können oder wollen. Und das alles so einfach wie möglich und ja... Das ist das, was ich jetzt heute gerne zeigen möchte. Podigy ist, also besteht, wie ich gesagt habe, aus mehreren verschiedenen Aspekten. Zum einen ein Content-Management-System, aber eben kein klassisches, sondern tatsächlich eins, was für Podcasting gemacht ist. Das heißt, wenn ich jetzt mir irgendwie ein WordPress mit einem Plugin installiere, habe ich halt das WordPress immer noch da und alle Funktionen, die mir WordPress mitbringt, die ich aber wahrscheinlich gar nicht brauche. Das haben wir halt versucht, so ein bisschen stromlinienförmig anzupassen für Podcasting speziell. Dann machen wir natürlich Media Encoding und Enhancing durch Auphonic. Da hatten wir uns auch tatsächlich, zwar mehr Zufall, dass wir darauf gekommen sind. Wir hatten halt erstmal geguckt, ja, Encoding wollten wir auf jeden Fall machen. Dafür gibt es halt schon so ein paar Dienste auch. Und dann war aber Auphonic angeguckt, verliebt, benutzt. Und das, komme ich auch gleich nochmal drauf. Dann bekommt man natürlich, was man mit so einem normalen WordPress auch bekommen würde, einen Podcast-Blog mit, das ist so das zweite, womit wir hier in die, warum wir eigentlich hier sind, den Podlove Web Player, den wir da benutzen. Podcast-Blog, ganz normal Blog mit Einträgen, RSS-Feeds für die verschiedenen Medienformate und eben alles, was man sich so vorstellt mit Kommentaren und Verwaltung und so weiter. Dann haben wir unser eigenes Content Delivery Network.
da sage ich gleich auch nochmal ein paar Themen, paar Sachen zu, gerade so das Thema, warum wir unser eigenes gebaut haben und nicht irgendwas Bekanntes schon benutzen. Ja, und natürlich Statistiken, wobei man da noch so ein kleines Sternchen dran machen muss, weil wir da im Moment extrem dran arbeiten, das deutlich zu verbessern. Genau, zu den Einzelthemen, dazu habe ich eigentlich schon das meiste gesagt. Content-Management-Systeme sind halt in der Regel darauf ausgelegt, dass man Texte und Bilder published und weniger Audio oder Video. Also Video vielleicht noch mehr als Audio. Aber Podcasting an sich hat ja nochmal so ein paar Special Needs, wie die ganzen Metadaten, die damit rausfallen. Und es ist mit einem normalen Content-Management-System einfach für den Normalbürger, der jetzt gerade anfängt mit Podcasting, einfach überhaupt nicht zu überblicken, was man da alles machen muss. Auch wenn es natürlich durch den Publisher in den letzten 2 Jahren deutlich einfacher geworden ist. Aber da versuchen wir halt auch nochmal so ein bisschen das Ganze nach vorne zu treiben und da vielleicht auch mal so ein paar Anregungen zu geben, wie man das vom Interface vielleicht noch besser machen kann, als es heute ist. Ja, das Media Encoding durch Auphonic. Wir sind, glaube ich, neben dem Podlove Publisher die einzigen, die das wirklich voll integriert haben, und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, dass ihr noch nicht mal einen Account bei Auphonic braucht. Das heißt, das läuft alles über uns, ihr meldet euch bei uns an, ladet eure Rohdateien hoch, wir jagen das durch Auphonic durch mit den Einstellungen, die ihr haben wollt, und am Ende fällt alles so raus, wie wir das brauchen, was halt den Vorteil hat, dass wir genau wissen, was hinten rauskommt und das entsprechend auf der Seite anzeigen können, im Player abspielen können, mit Metadaten versorgen können, in die Feeds packen können und so weiter. Also man muss sich da wirklich um überhaupt nichts selbst kümmern. Ja, das Content Delivery Network ist nochmal so ein eigenes Thema. Wir haben am Anfang natürlich überlegt, weil es gibt bei diesen Cloud-Plattform-Anbietern gibt es halt schon in der Regel Content Delivery Networks. Das Problem ist, dass das für Traffic, den so ein Podcast erzeugt, einfach absolut nicht erschwinglich ist. Also wenn man sich das mal durchrechnet, wo man da alleine mit 1000 Downloads für so eine 1-Stunden-Folge landet, da wird einem ganz dolle schnell schwindelig. So auch uns. Und darum haben wir eben angefangen, unser eigenes CDN aufzubauen. Heißt im Endeffekt, dass wir Server betreiben, im Moment in den USA und hier in Europa, die aber beliebig im Moment noch mit so 10 Minuten händischer Arbeit erweitern können. Und natürlich auch in andere Regionen sollte das irgendwie nötig sein oder gewünscht sein, erweitern können. Erlaubt uns natürlich einerseits, dass wir konstante Downloadgeschwindigkeiten anbieten können, also wirklich auch absolut konstant, zusätzlich Downloading über Torrents, wofür man dann sonst auch nochmal einen extra Service benötigen würde. Und das Größte daran ist eigentlich, was bei WordPress so ein bisschen fehlt, ist dann eben die wirklich auch detaillierte Statistiken über die Downloads rausfinden. Sprich, nicht nur diese Download-Intents, von denen gestern schon mal gesprochen wurde, dass ich weiß, dass mal jemand einen Download angefangen hat, sondern dass ich auch sehen kann, wenn der Download abgebrochen wurde. Und teilweise, was wir jetzt uns jetzt auch noch vorstellen, ist, dass man im Zusammenspiel mit dem Player sagen kann, es wurde die Episode wurde von da bis da so und so oft angehört. Also dass man quasi so ein bisschen Histogramm über so eine Episode machen kann, welche Stellen sich die Leute angeguckt haben, was natürlich mit den Metadaten wie Chaptermarks und Shownotes dann wieder so ein bisschen man sehen kann, vielleicht auf welche Themen man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren kann oder eben nicht. Genau, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Weil ich würde es natürlich einfach gerne mal zeigen. Genau, das ist unsere Webseite. Wir haben natürlich auch, weil es natürlich alles selbsterklärend zu machen ist, extrem schwierig, auch wenn wir das versuchen, haben wir eine Seite mit Anleitungen rund um sowohl Podigy im Speziellen als auch Podcasting im Allgemeinen. Und zusätzlich haben wir jetzt auch angefangen, so eine kleine Screencast-Serie zu machen, um erstens zu zeigen, wie einfach es tatsächlich ist, also dass man auch sehen kann, ohne dass man sich anmeldet, wie einfach es ist, damit irgendwas zu machen, aber eben auch Anleitungen zu geben für, wenn man mal irgendwo hängt.
Genau, dann springen wir direkt rein. Also das ist im Endeffekt, wenn man sich angemeldet und eingeloggt hat, landet man genau hier, nur dass es da noch leer ist. Ich habe da jetzt schon mal so einen Beispiel-Podcast angelegt, damit ich nachher die Statistiken kurz zeigen kann. Aber ich würde jetzt einfach mal anfangen, einen neuen Podcast anzulegen. Das Ganze ist, wie man das jetzt vom Potter Publisher auch kennt, in so einem Tabbed-Interface. Man hat hier auf der rechten Seite quasi so eine kleine Hilfe von einmal Sachen, die man dringend braucht. In der Regel ist es so, sind das so die Sachen, die iTunes anfordert, wenn man da seinen RSS-Feed einschmeißt. Und dann haben wir halt noch so ein paar Sachen, die wir empfehlen, die man haben sollte, damit der Podcast bzw. die Episoden auch leichter gefunden werden. Dann kann ich hier... Das hat man schon gesehen, wenn ich aus dem Feld mich rausbewege, wird automatisch abgespeichert. Sprich, ich muss irgendwo auf den Knopf drücken oder... Also es wird wirklich ist darauf ausgelegt, dass man das da schnell durchgehen kann, weil ich meine, das Podcast-Einrichten selbst macht man vielleicht nur einmal oder ändert vielleicht so alle 2 Monate mal irgendwas an der Beschreibung oder so. Aber gerade beim Einstellen von einer neuen Episode will man natürlich möglichst schnell am besten mit Tab einfach durch die Felder durch und die Sachen, die man schon weiß, ausfüllen oder die Sachen, die man irgendwie vorbereitet hat, reinkopieren. Wir haben halt hier alles, was man so in der Regel im Feed dann nachher auftaucht. Das Blog ist nachher per Default auf einer eigenen Subdomain erreichbar unter irgendwas.podigy.io. Wir geben da erstmal irgendwas vor, das kann aber natürlich beliebig verändert werden. Was wir auch anbieten, ist, dass ihr eure eigene Domain mitbringt. Das ist ein bisschen, das muss halt konfiguriert werden, dafür haben wir eine Anleitung, sind da aber natürlich auch sofort, wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, setzen wir uns auch gerne selber mit eurem Hoster in Verbindung und machen das für euch. Dann bieten wir im Moment 3 vorgefertigte Themes für das Blog an. Dann nutze ich jetzt einfach mal das. Dann kann ich natürlich einen Banner fürs Blog hochladen. Coverbild hochladen. Kann man hier aussuchen. Wir haben versucht, es so einfach wie möglich zu machen, weil wir und so wenig Einstellungen wie möglich zu haben, weil wir das den Leuten möglichst einfach machen wollen. Deswegen haben wir im Moment 3 verschiedene Einstellungen, die aber auch davon abhängen, welchen Plan man wählt. Also man kriegt nicht volle Qualität, wenn man den kleinsten Plan hat, weil wir halt auch irgendwie gucken müssen, dass wir mit den Preisen, die wir aufrufen, das auch wirklich abgedeckt bekommen. Das ist im Endeffekt das, was ihr nachher normalerweise in Auphonic einstellen würdet mit, ich will jetzt MP3 in 128 Kilobit oder und so weiter. Lassen wir mal auf normal. Dann hier eben der ganze iTunes und Feed-Quatsch mit Kategorie, Sprache, Explicit Language und Keywords. Was jetzt erst seit kurzem drin ist, also wir hatten vorher schon, dass man einfach den Namen seines Social Accounts eintragen muss, dann sind die auf der Webseite aufgetaucht. Haben wir jetzt seit kurzem auch, dass man die Dienste auch tatsächlich verbinden kann. Sprich, wenn ich jetzt hier draufklicken würde, kann ich eben direkt meinen Twitter, Facebook, App.net Account mit verbinden und dann später auch sagen, wenn ich eine neue Episode veröffentliche, dann will ich gerne, dass du einen vorgefertigten Text mit dem Link dahinter automatisch postest. Und was man dann nachher auch noch sehen wird, sieht man dann für die Episode auch tatsächlich noch Statistiken, wie oft es retweetet wurde, wie viele Leute sich das favorisiert haben und so weiter. Ja, Flatter-ID kann man natürlich auch eintragen. Wozu das führt, sehen wir dann später noch. Dann der berühmte More Options Tab. Da ist im Moment so alles drin, was wir noch nicht so richtig einordnen können. Da ist aber zum Beispiel eine Sache, die für die meisten so ein großes Kriterium ist, wenn sie sich so einen Anbieter aussuchen, und zwar, dass man da auch wieder wegkommt. Also es scheint wohl tatsächlich bei einigen Anbietern extrem schwierig zu sein, da
seinen Kram wieder rauszukriegen und auch schmerzfrei wieder irgendwo anders hin zu migrieren. Was wir dafür anbieten, ist einerseits, dass wir euer komplettes Set an Daten, was ihr irgendwann mal hochgeladen habt, also sowohl Mediendaten als auch alle Metadaten, Kommentare, euch wieder mitgeben. Das ist im Moment nicht automatisiert, aber wir machen das eben auf Anfrage jetzt erstmal. Zweitens könnt ihr hier eben sowohl euer Blog als auch euren Feed redirecten dahin, wo er dann später liegen soll. Genau, damit ist das Blog eigentlich, bis auf, wie man hier außen sieht, das Einzige, was man noch braucht, um das Ganze zu veröffentlichen, ist eben eine neue Episode. Und ja, vom Interface haben wir mal versucht, das so konsistent wie möglich zu machen und auch so ein bisschen den Workflow, den man vielleicht hat, wenn man eine neue Episode oder einen neuen Podcast anlegt, so ein bisschen in dieser Tab-Reihenfolge sichtbar zu machen. Sprich, ich kann jetzt hier einfach anfangen, meine Datei hochzuladen. Die war jetzt relativ klein, aber normalerweise hat man dann ja so ein Ding und dann kann es im Hintergrund laufen, während ich meine Metadaten anfange auszufüllen. Alternativ hat man das wahrscheinlich eben auch kurz gesehen, dass ich hier auch sagen kann, eine Datei von Dropbox benutzen. Dann ist man natürlich, wenn sie schon hochgeladen ist, in null Zeit fertig. Also noch schneller als das hier. Genau, dann kann ich hier sagen, ich fülle das jetzt alles mal nicht so komplett aus, sonst muss Tim sich nachher einschränken und wir später essen. Naja, ist, also im Endeffekt ist es vom Prinzip her natürlich das gleiche wie vorher. Gibt natürlich auch pro Episode wieder ein Cover-Image. Wenn ich nicht für die Episode einsetze, ist der Fallback auf das Podcast-Cover-Image. Das taucht halt sowohl in der Datei auf, nachdem es durch Auphonic durchgelaufen ist, als wenn man ein anständiges Betriebssystem hat, als Icon für die Datei oder eben auch im Player nachher, was man dann auch noch sehen wird. Dann haben wir die Shownotes. Im Moment ist es so, dass wir hatten am Anfang so einen WYSIWYG HTML-Editor und das ist einfach nur Schmerz. Also man will eigentlich, wenn man ein konsistentes Bild auf der Webseite haben will, will man nicht, dass die Leute da ihr eigenes HTML reinschreiben. Und auch eigentlich als Selbstbetreiber will man eigentlich nicht alles kaputt machen können, was man will. Sprich, wir haben jetzt erstmal angefangen, Markdown einzubauen mit so einer kleinen Live-Preview. Was halt dazu führt, dass die Sachen auf der Webseite immer gleich aussehen. Man aber, wenn man will, also wer Markdown kennt, ist es normalerweise eben so eine kleine Auszeichnungssprache mit einer bestimmten Syntax, die aber relativ einfach ist. Und wenn man sich das mal so einen Markdown geschriebenen Text anguckt, sieht man auch relativ schnell, warum das so gemacht wird, wie es gemacht wird. Man kann aber, wenn man will, trotzdem auch HTML schreiben, sprich man hat trotzdem volle Flexibilität. Was wir uns hier aber auch natürlich noch vorstellen, ist, dass wir so Sachen wie das Shownotes-Projekt anbinden, dass man da auch direkt Sachen importieren kann. Beziehungsweise, da kommen wir dann auch später noch zu, wenn wir zum Ausblick kommen, dass man die Sachen eben nicht nur alleine schreiben kann, sondern kollaborativ während der Episode oder eben kollaborativ andere auch schreiben lassen kann, während man zum Beispiel live sendet. Das ist im Endeffekt auch das gleiche wie im Podcast. Genau, Chaptermarks. Hier ist es so, wir arbeiten im Moment am Import von textuellen Chaptermarks, halt im MP4-Chaps oder wie es halt auch aus Reaper rausfällt. Was im Moment schon funktioniert, ist, dass wenn ihr, ich glaube mit Hindenburg und mit dem alten GarageBand geht es, dass du Chaptermarks direkt in der MP4-Datei setzen kannst. Wenn so eine Datei hochgeladen wird, dann ist Auphonic so nett und extrahiert die aus dem File für uns und wir reimportieren die dann hier rein. Ansonsten kann man die eben hier mit einem relativ einfachen Interface inklusive Bildern auch selbst eintragen und werden dann natürlich mit zu Auphonic geschickt, in die Datei eingerührt, im Player angezeigt
und ich glaube auch im Feed als Simple Chapters mitgeliefert. Genau, hier kommen wir zu dem, was ich eben schon mal erwähnt habe. Das heißt, wenn ihr eine Episode veröffentlicht habt, was wir jetzt theoretisch einfach mal machen können. Ist dann auch der Blog online? Bitte? Ist dann auch der Blog online, wenn du es jetzt veröffentlicht? Genau, da komme ich jetzt zu. Sprich, wenn ich jetzt hier alles ausgefüllt habe, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen Encode und Publish. Das heißt, was dann im Hintergrund passiert ist, wir schicken die Datei mit allen Metadaten zu Auphonic. Sobald das fertig ist, kommt es zurück und der Post dafür geht online. Das Ding ist im Feed verfügbar und ich bekomme eine E-Mail. Alternativ kann ich auch, wenn ich irgendwie nachher nochmal drüber gucken will oder das irgendwann anders veröffentlichen will, drücke ich einfach nur auf Encode, warte auf die E-Mail und kann dann später sagen per Hand Publish. Ich mache jetzt aber mal das andere. Genau, das wird jetzt ein paar Sekunden dauern. Wie gesagt, danach wird sich, also wenn ich auf der Seite bleibe, aktualisiert sich das auch automatisch, sobald die Datei fertig ist. Ansonsten bekomme ich eine E-Mail, dann wieder mit einem Link direkt zum Post. Bitte. Kannst du mal bitte dein Handy aus der Hosentasche nehmen, weil es interferiert mit dem... Also ich bin im Flug. Okay, sorry. Modus. Ich bekomme eine E-Mail mit einem Link auf die veröffentlichte Episode. Während das jetzt encodiert, zeige ich vielleicht einfach mal das aktuelle Statistik-Interface. Hier ist es so, dass wir oben eine Weltkarte haben. Das ist halt so ein bisschen Eye-Candy für die meisten. Also für den deutschsprachigen Raum ist es wahrscheinlich nicht so interessant, weil da wird sich das meistens so im deutschsprachigen Raum zentrieren. Aber für die Amis ist es halt total wichtig, dass sie sehen, dass sie überall gehört werden. Die sind da so ein bisschen... Warum nicht noch filigraner nach Staaten, also nach Bundesstaaten? Ja, haben wir... Wie gesagt, wir arbeiten gerade an einer kompletten... Also es wird so sich in 1 bis 2 Monaten sowieso nicht mehr präsentieren. Und da überlegen wir gerade, ob wir das machen oder ob wir es nicht machen. Ist halt... Das Hauptproblem daran ist, dass die Statistiken einfach sehr, sie lügen. Also man kriegt es nie so genau raus, also je nachdem, wenn man sich, also gerade bei diesem bei den Geo-Geschichten, ich meine, im Browser hat man mittlerweile dieses, dass man vom Betriebssystem quasi seinen Standort mit übermitteln kann, aber in der Regel, wie das hier funktioniert, ist, dass wir gucken, von welcher IP kommt derjenige, der das runterlädt, und dann gibt es halt Services dafür, die dir sagen, wo diese IP herkommt, also wo der Mensch angeblich sitzt, aber je nachdem, was für einen Anbieter man hat, sitzt man dann, ich glaube, hier in Berlin gibt es Colt, ich glaube, wenn man darüber rausgeht, sitzt man eigentlich in Hamburg, auch wenn man, also, ne? Ansonsten haben wir eben hier, was ich schon mal angesprochen habe, dass man eben einerseits die Total Downloads sieht, das heißt, du hast auch die Download Intents, sprich, wenn ein Download angefangen wurde, wenn im Webplayer angefangen wurde, auf Play zu drücken. Dann habe ich aber auch Finished Downloads, sprich, wenn wirklich die komplette Datei einmal über die Leitung gegangen ist, Unfinished Downloads und dann das Ganze auch nochmal, wenn sich Leute das mehrfach runtergeladen haben, ist natürlich auch wieder alles mit Vorsicht zu genießen, weil die Statistiken zielen eigentlich mehr darauf ab, so einen Vergleich zu sehen, also eine Relation. Wie verändert sich das im Laufe der Zeit, die absoluten Zahlen sind im Endeffekt fast irrelevant. Deswegen sind wir auch gerade dabei, das nochmal komplett zu überdenken, weil das so wird der Benutzer im Endeffekt angelogen und hat irgendwie denkt, ja, das ist jetzt so, aber durch die ganzen Faktoren, die da mit reinspielen, ist es eben oft nicht so, und das würden wir halt gerne versuchen, so einfach wie möglich und auch in einer angenehmen Art und Weise rüberzubringen. Ja, dann gibt es halt noch so ein paar Advanced-Sachen, wie ja, welche Browsers stimmt eigentlich in dem Sinne nicht, weil es eigentlich mehr User-Agents, also auch Podcasts und Clients sind, die dann da angezeigt werden und von welchen Betriebssystemen. Das wird es auch weiterhin geben. So, schauen wir mal, ob es die Episode geschafft hat. Hat sie nicht. Doch, hat sie. Ja, ich bekomme einfach eine
kurze E-Mail, wenn ich jetzt alles. In den Podcast zurückgehe, sehe ich hier, dass alle vier Formate, die wir mit rausrendern, jetzt auch verfügbar sind. Kann mir das hier, wenn ich will, kurz anhören. Aber was ich eigentlich will, ist mir das wahrscheinlich im Blog anschauen. Ja, ich denke, den Player kennt jeder. Hier unten gibt es dann die Downloads, das Ganze auf Social Media teilen, Flatter. Man kann natürlich kommentieren. Man hat per Default ein Archiv, wo dann alle Episoden nochmal aufgelistet werden. Hat eine About-Seite, wo dann die ganzen Sachen, die man als Metadaten für den Podcast mit eingegeben hat, auftauchen. Hier würden dann, wenn man Twitter, Facebook und so weiter verbunden hat, die auch noch mit auftauchen. Eine Sache, die man jetzt hier schon sieht, ist, das hier oben sieht so ein bisschen unschön aus, weil mein Podcast-Titel eigentlich schon im Logo mit drin ist. Dafür haben wir auch vorgesorgt. Und zwar kann man sich, wenn man möchte, muss man sich nicht auf die vorgefertigten Themes verlassen, sondern kann sich auch komplett eigene bauen. Das Ganze sieht tatsächlich so ein bisschen ähnlich aus wie das Templating, was jetzt auch im Potter Publisher drin ist. Was wir machen, ist, dass wir drei verschiedene Themes mitliefern. Du kannst entweder komplett von vorne anfangen oder du nimmst dir einfach eins von unseren Themes und klonst das einmal und kannst dann eben da anfangen, das zu verändern. Und hier würde ich dann einfach mal den Text. Ne, die sehen einfach alle gleich. Also es nennt sich Liquid, ist aber vom Prinzip her tun die sich alle nicht viel. Und kann dann in meinem Podcast taucht dann quasi dieses Theme auch mit auf. Und wenn ich jetzt keinen Mist gebaut habe, was ich habe. Ich habe das falsche Theme geklont. Hervorragend. Genau. Ja, das ist im Prinzip die Demo. Womit wir zur näheren oder weiteren Zukunft kommen, von oben nach unten oder andersrum. Was ich eben schon gesagt habe, bessere Shownotes. Also erstens, das noch einfacher machen, die, wenn man will, per Hand einzugeben, die auch kollaborativ eingeben zu können, mit entweder seinen Mitpodcastern oder auch eingeben können zu lassen, sowohl über Shownotes, über das Shownotes-Projekt, aber auch eventuell bei uns. Genau, Kollaboration. Statistiken habe ich, glaube ich, auch schon genug zugesagt. Was wir uns auch im Moment anschauen, ist die Möglichkeit von Livestreaming. Also einerseits, was Tim, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen hat, dass man eben Live-Sendungen ankündigen kann im Blog und dann, wenn man soweit ist, dann automatisch auch der Player anfängt zu spielen und so weiter und so fort. Aber auch tatsächlich nochmal dahingehend, auch tatsächlich Livestreaming integriert anzubieten. Sprich, ich kann sagen, ich habe da einen neuen Tab oder eine neue Seite, wo ich mir sagen kann, ich will jetzt einen neuen Livestream haben. Die werden dann irgendwie in den Paketen integriert sein, dass man irgendwie bis 100 Hörer oder wie auch immer, weil das ist alles noch in der Schwebe. Und dann aber sagen kann, ich will es jetzt streamen, dann bekommt man seine Zugangsdaten für Nicecast oder sein Studio Connect in Zukunft. Und hat dann eben diese komplette Steuerung alles an einem Platz. Das heißt, ich muss mir nicht nochmal woanders irgendwie noch einen Account klicken. Und das dann eben auch so, dass es eben wie der Rest unserer Plattform auch skalierbar ist, sprich, dass wir nicht nachts irgendwann aufstehen müssen, wenn hier jemand plötzlich nicht mehr 100 Menschen im Livestream, sondern 500 hat. Weil aufstehen mögen wir gar nicht. Das letzte Thema ist, steht mit Absicht so ein bisschen weiter unten, weil das schon sehr zukunftsmusikalisch ist, ist tatsächlich verteiltes Aufnehmen. Und zwar so, dass man mit mehreren Leuten über den Browser direkt aufnimmt. Sprich, ich spreche in meinen Browser, sei es auf meinem Telefon oder auf dem Desktop rein. Wir zeichnen die einzelnen Spuren im Web auf, jagen das ganze Multitrack durch Auphonic und dann
fehlt halt noch der Schnittschritt. Aber wir haben damit jetzt mal so ein bisschen rumexperimentiert und es gibt da also die neuen HTML5 APIs sind extrem krass. Also es gibt da so eine Web-Audio-API und damit kannst du dir eine komplette DAW bauen. Und da wollen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir da ein bisschen Traktion erzeugen und dann auch tatsächlich das Aufnehmen mit mehreren Leuten an verschiedenen Plätzen nochmal deutlich vereinfachen. Genau, und damit bin ich auch vermutlich schneller als ich wollte durch. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, jetzt gerne gleich, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten, ansonsten bin ich halt auch den Rest des Tages noch hier, ansonsten überall hier. Wir versuchen, wenn E-Mails oder so reinkommen, das mit möglichst wenig Verzögerung durchzuleiten und es ist bei den Leuten auch bis jetzt eigentlich relativ gut angekommen, unser Support in der Richtung. Dann bitte. Ah, sehr schön, praktisch. Lass uns doch mal über Geld reden. Ja, genau, ruf doch mal die Preisseite auf. Also erstmal Disclaimer vorneweg. Ich finde es gut und richtig und absolut überlebensnotwendig, dass der ganze Kram Geld kostet. Wir haben beispielsweise bei MapMap gesehen, was passiert, wenn es kein Geld kostet. Nämlich, dass sowas irgendwie ein Jahr lang mit hoher Motivation und Selbstausbeutung betrieben wird und dann ist irgendwann der Ofen aus. Dieses Preismodell finde ich auf der einen Seite hochgradig nachvollziehbar, auf der anderen Seite problematisch. Insbesondere, das ist eine Sache, die, finde ich, SoundCloud schon nie gut zu Gesicht gestanden hat, diese Limitierung auf so wie viele Stunden Audio darf ich jetzt irgendwie machen. Wenn ich als Podcaster eins nicht will, dann irgendwie bei 3 Stunden 50 meiner Wikigeeks-Sendung zu sagen, oh, ich habe nur noch 10 Minuten, weil danach ist mein monatliches Kontingent, und ich will auf gar keinen Fall nochmal 30 Euro, so, und Schluss die Sendung. So, das will ich nicht, das will ich wirklich gar nicht. So, jetzt nehmen wir also mal gerade den Wikigeeks-Fall. Wir senden also eigentlich theoretisch alle 2 Wochen, das heißt also 2x4 Stunden pro Monat, das heißt, ich wäre eigentlich in diesem 16-Euro-Slot drin, und das ist total okay, 16 Euro ist prima. Aber ne, es wird dann halt auch mal mehr als 4 Stunden und dann bin ich sofort im nächsten Slot drin und der kostet 48 Euro. Und das ist weit jenseits der Schmerzzone, das kriege ich nicht ansatzweise mit Flatter rein. Kann ich auch direkt, das sieht man jetzt hier nicht, es ist aber tatsächlich so, dass wir im Moment sowieso noch so auf Fair-Use-Basis das Ganze machen. Sprich, wenn jemand kommt und sagt, wir haben jetzt diesen Monat eine halbe Stunde mehr produziert, ja, so what? Ansonsten... Fair Use nicht gut. Also ja. Die Leute entscheiden sich darauf hin, was sie da sehen, auf dieser hochprofessionell und mit einem AGB hinterlegten Vertragsseite. Warum kommt hier kein Klapp? Also egal. Also macht das so transparent und klar, wie es nur irgendwie geht. Ansonsten, was wir vorhaben, ist, dass wir eben diese Pakete anbieten wollen. Und wenn du tatsächlich mal, in der Regel ist es ja so, dass es mal bist du drunter, mal bist du drüber, dass wenn du tatsächlich rüberkommst und signifikant rüberkommst, dass wir das dann irgendwie in 10 Minuten Schritten quasi nochmal oben drauf rechnen. Das sieht man jetzt hier noch nicht, weil es halt noch gebaut werden muss. Das ist halt auch nochmal so ein bisschen eine nicht ganz triviale Sache, was so die ganzen Abrechnungen angeht. Aber wir haben halt vor, dass wenn man tatsächlich über dieses Kontingent drüber rauskommt, dass man dann das dann einfach verbrauchsbasiert abrechnet. Stopp. Ja, das Hauptproblem dabei ist, warum wir das so machen, ist eben genau das ist das, was uns Kosten verursacht. Also um mal so die Nachvollziehbarkeit, warum wir, also wenn man sich das mal anguckt, richten sich die Preise danach, wie viel Audio man hochladen kann. Und im Endeffekt ist es genau das, was uns Geld kostet. Also wir müssen das Zeug ablegen und wir müssen es über die Leitung schicken. Das Ablegen ist mittlerweile relativ günstig. Und der Traffic ist das Problem. Wenn wir aber Unlimited Traffic anbieten wollen, müssen wir halt irgendwo anders versuchen, das wieder rauszuholen. Und was dazu natürlich auch noch kommt, wir arbeiten halt auch nicht, also ich will gerne auch Ende des Monats meinen Kühlschrank irgendwie vollmachen. Also es ist halt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also gerade das Pricing, wir haben da auch lange drüber nachgedacht und die
Preise, wie sie hier stehen, sind auch noch lange nicht in Stein gemeißelt. Also da sind wir auch sehr gerne für Anregungen und Ideen offen. Aber ich hoffe, dass wir mit diesem verbrauchsbasierten Übermodell, dass wir da ein bisschen näher in die Richtung kommen. Was wir zum Beispiel auch machen, was man hier jetzt im Moment noch nicht sieht, ist, dass wenn du, wir haben einen Fall, der hat halt einen Podcast mit einer bestimmten Anzahl von Folgen und der sendet aber jetzt im Moment nicht. Und der weiß auch, dass er bis Ende des Jahres nicht senden wird. Und da haben wir das Modell, dass wir sagen, das ist dann ein archivierter Podcast und der zahlt dann halt die Hälfte. Also wir versuchen da schon so ein bisschen uns den Gegebenheiten anzupassen. Das Problem ist halt, du musst halt erstmal die ganzen Gegebenheiten kennenlernen. Und dann kannst du halt sagen, wir machen daraus jetzt ein generelles Modell. Also wir versuchen das schon fair zu machen. Es ist aber wirklich, also wer sich mal mit dem Thema Pricing beschäftigt hat, ist auf Deutsch gesagt ein Scheißthema, mit dem man sich ungern beschäftigen will, aber man muss. Kurzer Organisator, das ist echt, was ist hier? Es ist schon an. Ja, es ist bald an, aber man hört nichts im Raum. Also du musst hier wirklich so... du hörst vorne nichts. Kurzer organisatorischer Hinweis, wenn ihr Fragen habt, bitte am besten wirklich ins Mikro sprechen, damit die hier gleich mit aufgezeichnet werden und kommt. Am besten machen wir es so, dass ihr hier in diesen Mittelgang kommt und da schleusen wir das Mikro hin. Alternativ muss der Vortrag halt die Fragen wiederholen. Andere Frage, ganz technisch, es ist jetzt ja meine Dienstleistung. Auf welcher technischen Basis habt ihr das Ganze gemacht? Die Software, die wir benutzen, ist Ruby und Ruby on Rails. Die Plattform, auf der das läuft, ist Heroku. Das ist halt einfach ein Hoster für Ruby. Die Proxys laufen bei DigitalOcean. Das ist halt einfach jemand, wo man sich VMs klicken kann, beziehungsweise die einem anbieten, programmierbar Server hoch und runter zu fahren. Und da ist das Setup eigentlich relativ easy. Es ist wirklich nur der Webserver, der das dann alles mitzählt. Ansonsten ist halt, wie gesagt, S3 angebunden, Auphonic angebunden. Ja, ich glaube, das war's auch schon. So, ich wollte euch auch noch mal kurz ein Feedback geben. Und zwar dahingehend, erstens mal finde ich das ein ganz tolles Projekt, was ihr dort macht. Ich bin nur der Meinung, dass ihr hier in der völlig falschen Zielgruppe fischt, sozusagen. Ist auch so, ja. Also hier sind alles Podlover und die wollen frickeln und machen an ihren eigenen Blogs. Aber ich finde dieses Projekt sehr unterstützenswert und ich wollte hier mal ein bisschen euch ein bisschen unter die Arme greifen. Ich fände es toll, wenn ihr in euren Podcasts mal darauf hinweisen würdet, eure Hörer darauf aufmerksam macht, wie einfach mittlerweile der Einstieg ins Podcasten ist. Seht das nicht als Mitbewerb, seht es immer als Bereicherung. Und die so einfach mal ein Stück weit unterstützen kommen, damit die auch ein Stück weit vorankommen. Wir haben uns in der Seabase ziemlich lange über das Thema unterhalten. Ihr braucht mal ein richtiges Marketingkonzept und euer Businessmodell stimmt meiner Meinung nach auch noch nicht ganz. Aber gut, ich finde, die Grundvoraussetzung habt ihr auf alle Fälle geschaffen und ich finde es wirklich klasse und ich fände es schön, wenn ihr die unterstützen würdet. Ganz kurze Frage, habt ihr jetzt eigentlich schon Podcasts am Start, die das schon nutzen? Also es sind tatsächlich relativ wenige, aber ja. Die will ich natürlich irgendwo auch schon mal featuren und also das fehlt mir nicht auf der Seite, dass man irgendwie sieht, so hier, das sind schon mal die so also Shownotes-mäßig mit Logo. Und Marketing ist ein Problem, hat er ja auch schon. Also wir sind halt beides Techniker und ist ein Problem, aber wir arbeiten dran. Ja, dafür sieht das ja auch schon sehr tüchtig aus, dass das ein Techniker gemacht hat. Die Optik passt schon. Bootstrap sei Dank. Ja, wenn es das war's, dann war's das. Danke fürs Zuhören.